Ich möchte euch heute mein neuestes Projekt vorstellen. In der Vergangenheit hatte ich ja hauptsächlich mit Metall gearbeitet, aber beim Turnierschrank kam ja schon viel Holz mit dazu und für zu Hause habe ich mir dann auch mal einen Garderobenschubladenschrank gebaut. Das zeige ich euch hier gerade ein Video von dem fertigen Schrank. Hier ein kurzer Blick auf meinen Schubladenschrank, den ich mir für meine Garderobe gebaut habe. Die Nische hier ist 1,20 tief. Und wenn ich jetzt einen Schrank von der Stange genommen hätte, die ja nur 60 cm tief sind, hätte ich nach hinten sehr viel Platz verloren. Also blieb auch wieder mal nur ein Eigenbau. Und die Schubladen, die sind jetzt knapp einen Meter tief mit 80 cm zum Ausziehen, wo man natürlich sehr viel mehr Platz daneben hat, wie man sieht. Dann habe ich letzten Sommer für das Pferdl von meiner Tochter Inga eine Heuraufe gebaut. Und einige andere kleinere Projekte, wie beispielsweise Nistkästen. Und das habe ich alles mit Handwerkzeugen gemacht und ohne gescheite Absaugung. Und da hat es hier ausgeschaut wie Sau in meiner Werkstatt. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss gescheites Material her. Gescheite Säge, gescheite Absaugung. Und habe mich dann in YouTube ein bisschen schlau gemacht. Und da gibt es einige YouTuber, die da wirklich sich große Mühe geben und verschiedene Sägen verglichen haben und auch die Absaugungen erklärt haben, wie man das am besten macht. Und da war für mich dann eigentlich eine Säge von DeWalt, das Material der Wahl, und habe dann auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich dann eine Kappsäge und eine Tischkreissäge von DeWalt im Set bekommen habe. Und so ist hier meine Sägestation entstanden und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir haben hier das Herzstück meiner Sägestation in der Mitte, die Absaugung, die über ein Master Slave Modul angeschlossen ist. Auf der Seite haben wir die Anschlussmöglichkeit von Handwerkzeugen. Die Steckdosen laufen auch über das Master Slave Modul und aktivieren dann die Absaugung. Auf der anderen Seite haben wir die Steuerung. Hier ist es so, dass ich die mit 380 Volt oder 220 Volt betreiben kann. Ich habe hier in meiner Werkstatt 380 Volt. Wenn ich aber die Sägestation irgendwo mal im Einsatz habe, wo ich eben keinen Drehstrom habe, dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, sie eben mit 220 Volt zu betreiben. Wir haben hier Kontroll-LEDs für L1 und L2. Wenn ich 220 Volt nutze, dann muss ich die über einen Adapter auf die L3 legen und die wird dann über den Schalter in der anderen Schalterstellung auf die zwei Phasen hier verteilt und dann laufen alle Werkzeuge auf einer Phase, so wie es jetzt ist, läuft auf L1 die Sägen und auf L2 die Absaugung. Hier unten habe ich die Steuerung für den Sauger. In der Schalterstellung 1 läuft er über das Master Slave Modul und in der Schalterstellung 2 habe ich Dauerbetrieb. Wenn ich jetzt hier in meiner Werkstatt mal sauber mache und durchsaugen möchte, dann stelle ich auf Schalterstellung 2 und dann läuft der Sauger durch. Hier haben wir die Steuerung, hier unten das Master Slave Modul, das über 16 Ampere abgesichert ist. Der Strom für die Sägen geht zusätzlich nochmal über einen FI-Schutzschalter. Auf der anderen Seite haben wir die Steuerplatinen für die LEDs. Kommen wir zur Rückseite meiner Sägestation. Ich habe mir hier einen Klapptisch angebaut, der mir die Arbeitsfläche der Säge vergrößert. Und so fällt mir das Gesägte nicht gleich hinten runter. Und jetzt schauen wir uns die Absaugung nochmal genauer an. Hier haben wir ein Y-Stück, das an den Staubsauger angeschlossen ist. Die eine Seite geht zu den Handwerkzeugen und die andere Seite geht zu den Sägen. Die Kreissäge ist dann über so ein Y-Stück angeschlossen, das die Absaugluft von innen und hier auf die obere Absaugung verteilt. Da ich hier den Tisch habe, konnte ich keine Absaugung bauen, wo der Schlauch von hinten kommt und musste mir hier eine Konstruktion ausdenken, dass der Schlauch von der Seite kommt und aus meiner Sicht funktioniert es eigentlich sehr gut. Für die Kappsäge habe ich zunächst die Standardabsaugung genommen, die eigentlich so gut wie gar nichts bringt und habe dann Lösungen gesehen, wo man sich so einen Kasten drumherum gebaut hat und das war mir dann hier zu viel und wollte eben nicht so, weil es so eine große Konstruktion haben und habe dann hier mit dem großen Trichter für mich eigentlich eine sehr gute Lösung gefunden, wo ich fast alles mit absaugen kann. Ein bisschen was geht daneben, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ich den Staubsauger da unten raushole.
gerade ein Beutelwechsel ansteht. Ich habe hier eine Verschraubung aus dem Poolbau. Die schraube ich dann auf. Dann muss ich den Staubsauger noch ausstecken. Gehe auf die andere Seite rüber. Und kann jetzt den Staubsauger ganz einfach rausholen. Wenn man hier jetzt noch mal reinschaut, sieht man dann noch einen Kastel. Da ist noch mal eine Staubsaugersteuerung drin für die Leistungsreduzierung. Ich habe den ein bisschen runtergeregelt. Und auch noch mal eine Kontrolllampe, dass wenn irgendwie was nicht geht, dass ich anhand der Kontrolllampen immer genau sehe, ab wann kommt kein Strom mehr an. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Details anhand von Fotos, die ich beim finalen Zusammenbau gemacht habe. Ihr seht hier das mittlere Fach, in dem der Staubsauger untergebracht ist. Links das Kastel mit der Leistungsregelung, die ich aus einem defekten Staubsauger recycelt habe. Und die Steckdose zum Anschließen vom Sauger. Wegen der geringen Höhe des mittleren Fachs musste ich die Rollen und den Schlauchanschluss abbauen. Den Schlauchanschluss habe ich dann durch ein 50er HT-Rohr ersetzt. Die Kommode habe ich während der Suche nach einer Säge organisiert. Und als ich dann die Kreis- und Kappsäge zusammen erstehen konnte, war die Fläche für die Kommode für beide Sägen zu klein. Dann habe ich die originale Platte durch eine Tischlerplatte ersetzt, die Möbelverbinder mit übernommen und wie man hier sieht, noch zusätzlich an den Ecken Schrauben eingedreht. Auf der Tischlerplatte liegt dann die Buchenholzplatte, auf der die Aufbauten montiert sind. Für die Befestigung der Aufbauten habe ich Maschinenschrauben mit entsprechenden Einschlagmuttern auf der Unterseite verwendet. Die Buchenplatte wird auch mit Maschinenschrauben mit der Tischlerplatte verschraubt. Die Konsole für die Kappsäge habe ich mit Holzdübeln fixiert und mit Winkeln dann auf der Buchenplatte verschraubt. Die Konsole hat genau die Höhe wie der Tisch von der Kreissäge, sodass ich den Tisch von der Kreissäge eben auch als Materialauflage für die Kappsäge nutzen kann. Das war es jetzt von meiner Sägestation. Vielleicht konnte ich euch für eure eigenen Projekte ein bisschen inspirieren, so wie es andere YouTuber bei mir gemacht haben.